Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir das Tropfenelement bekommen und haben es natürlich auch gleich auf unser Schwert übertragen. Jetzt können wir uns in drei teilen und können uns hier mal ein bisschen umsehen, denn mittlerweile können wir schwimmen. Also gehen wir doch mal hier hoch. Komm, Link, danke. So, wunderschön. Nun können wir, wenn wir mal kurz hier den Stab benutzen. Flupp! Hier hoch. Eine kleine Brücke ist erschienen. Wunderbar. Und wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen, sehen wir von hier aus, kommen wir logischerweise nach links, klar. Aber wo kommen wir nur hin? Wir kommen in die Hochebene von Bell und sehen da drüben einen Bruder von Tingle. Zu dem will ich natürlich hin. So, erstmal springen wir hier ins Wasser, damit wir uns hier mal durchbuddeln können. Oh, oh, komm, buddel dich rein. Schön. Was ist hier drin? Ein Glücksfragment. Und wir sollten mal Geld ausgeben, wo ich es gerade sehe. Aber ich will mal mit der Story weitermachen. Ich will nicht die ganze Zeit eine Sidequest machen. So, ist hier noch irgendwo eine Wand zum Fragmente feinen? Nein. Oh! Ja, das gefällt mir natürlich. Oh oh. Ups. Jetzt aufpassen, ich darf die Fee nicht nochmal frei. Komm her. Gut. Weißer Tyro benutzen. Jetzt glitzern wir. Jetzt kommt für eine kurze Zeit. Würden jetzt mehr Glücksfragmente kommen. Aber mal. Ist mir gerade relativ Wayne. Mache ich dann eher alles mal offscreen. Ein paar Glücksfragmente sammeln, also. Das ist dann weniger was für euch. So, war ich hier schon mal? Ja. Ah, da oben kann ich aber hoch. Und da denke ich mal, komme ich da zum Tingle seinem Bruder. Oh, ich war hier noch nie drin. Dann, hey, 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 eine Wand zum Fragmente vereinen. Und wir haben das passende Fragment. Fusion! Beiden Fragmente passen perfekt. Diese Tasse Kaffee passt auch perfekt zu mir. Und er schafft es alleine nicht. Hm, das hat nicht geklappt. Alleine schafft man es nicht. Hm. Alleine schafft er das nicht. Aber jetzt kommt Verstärkung. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Hm. Ein Freund ist in Not. Hey, ich helfe dir. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Oh yeah, da merkt man mal, was hier Goronen für Power haben. Und sie sind weiter vorangekommen. Sehr schön. Ein Glücksfragment. Einen kurzen Abstecher hier rüber. Ja, komm, stirb. Und ein Glücksfragment. Nun können wir hoch und mit Tingle seinem Bruder vereinigen. Hallo, Tingles Bruder. Du bist Fragment vereinigen? Ja, hoffentlich passen sie zusammen. Ja, wird schon passen. Hier. Fusion! Die beiden Fragmente passen perfekt. Ja, jetzt geschieht etwas Wunderbares. Swingle heißt er. Na, was passiert denn da? Didit. Wunderbar. Jetzt können wir uns hier noch kurz zum Minish machen. Was wir auch kurz machen. Und hier mal hoch zu dem Minish. Willst du Fragmente fangen? Ja, willst du Fragmente fangen? Wollen wir? Hier. Fusion! Beide Fragmente passen perfekt. Was geschieht denn jetzt? Ah, okay. Ein neuer Eingang, wie es scheint. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was da unten auf uns wartet. Was für ein Item. Gut. Dann würde ich mal sagen, kann es jetzt einmal weitergehen, oder? Mit der Story, denn ich will jetzt gerade nicht hier weiter optionales Zeug machen, aber eigentlich könnten wir das mal kurz besorgen. Ist er hier gleich in der Nähe.
Und, ach, das wird jetzt ein Partner mit optionalen Zeug mal wieder. So. Ja, ich weiß, die neue Blut, ja, ist Blut angekommen. Guten Tag, hier kommt Magnus. Die nächsten kosten jetzt 300, wenn ich mich nicht irre. Ah nein, zum selben Preis nur 200, ja. Dankeschön, dass du so viel Geld dagelassen hast. Du bekommst es nie wieder zurück und du wirst nie ein Buch von uns bekommen. Auf Wiedersehen. Gut, wo kann ich noch Geld lassen? Ich will mein Geld loswerden. Ich habe einfach zu viel Kohle. Ein Glücksfragment. Ja, das kaufen wir uns. Komm, gib her. So, wunderschön. Wunderschön. Jetzt sind wir wieder pleite. Naja, fast. 100 Rubine haben wir noch. Sehr gut. Ja, das wird jetzt ein optionaler Part. Ist mir jetzt egal. So. Wir können jetzt hier wieder was Nettes unternehmen. Wollt ihr irgendwie Fragmente feinen? Nein. Willst du Fragmente feinen? Hallo. Willst du Fragmente feinen? Nein, willst du nicht, du bist scheiße. So, bevor wir uns zumindest machen, will ich mal schauen, ob hier draußen jemand Fragmente vereinen will. Und nein, es sieht nicht so aus. So. Komm, jetzt spring da drauf. So, jetzt sind wir mal mit Minish. Und wir wissen ja noch, einmal durch Fragmente vereinen ist hier etwas erschienen. Und wo ist es? Da ist die Truhe. Da ist sie. Yeah, ein Glücksfragment. Okay. Ist hier oben noch was? Ja, aber dafür müssten wir zu viert werden, oder? Oder reicht es, wenn wir zu dritt sind? Nein, müssen wir zu viert sein. Da müssen wir zu viert sein. Merken, Leute. Da oben ist ein Herzteil. Apropos Herzteil. Wie viele brauchen wir noch? Zwei Stück. Zwei Herzteile brauchen wir noch. Dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Hier können wir jetzt nämlich auch wieder raus. Die beiden manchen da in sich rein, ey, Wahnsinn. Minish, was sagst du uns? Nanu, du bist ja im Wissel hierher gelangt. Alle Achtung, willst du Fragmente fallen? Nein, du bist scheiße. So, dann werden wir hier kurz mal für ein paar Sekunden wieder groß. Für ein Glücksfragment. Naja. Ist okay. So, jetzt können wir uns hier wieder groß machen. Aber wir sind in der Schule noch nicht ganz fertig. Nur fast. Aber noch nicht ganz. Es gibt noch etwas, was wir machen können. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar... Da-da-da-da! Ja, wer soll denn darauf kommen, ganz ehrlich, Leute? Wer soll darauf kommen? So, ich hoffe mal, dass meine Bomben ausreichen werden. Aber in der Regel sollten sie das tun. Schließlich habe ich 30 Bomben. Wir müssen uns jetzt hier erstmal den ganzen Weg hier durchspringen. Das dauert. Ich will aber auch nicht dafür die Speed-Taste benutzen, weil das ist dann irgendwie schon blöd. Oder soll ich die Speed-Taste dafür benutzen? In der Regel mache ich ja dadurch nichts Schlimmes. Ich erspare euch nur eine lange Wartezeit, bis jeweils immer die Bombe explodiert. Aber nein, bringt jetzt auch nichts mehr, wenn ich es jetzt mache. Jetzt sind wir eh schon fast durch. So. Wir haben es ja gleich. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, meine Freunde. So, die Bombe legen wir so, damit beides explodiert. Ich hoffe mal, dass diese kaputten Blöcke auch kaputt bleiben, denn noch können wir hier nämlich nichts machen. Großen blauen Rubin erhalten. Wunderschön. So, mehr können wir hier jetzt noch nicht machen. Aus diesem Grund gehen wir hier jetzt mal wieder. Und nehmen uns einen anderen Eingang. Und sie stört das gar nicht, dass wir die Statue verschoben haben. Gut, wo war der andere Eingang? Der war hier beim Bürgermeister. Ich hoffe, wir können das alles schon machen. Nicht, dass wir da für uns in vier teilen müssen. Nein, es reicht, wenn wir zu dritt sind. Und zäh. Wunderbar. Blöde Fee. Fledermaus meine ich. Fledermaus! Dann halt nicht. So, dann haben wir das erledigt. Gut, hier können wir derzeit nichts machen. Dann können wir den wieder ein bisschen herziehen. Und die sind nicht kaputt geblieben. Nicht gut. Gut, aber die Bomben reichen noch, um es
nochmal alles kaputt zu machen. Gut. Wo war der andere Eingang? Der war, wenn ich mich nicht irre, wenn man hier in den Brunnen reinspringt, oder? Ja, genau. So. Einmal hier bitte diese Fledermaus. Danke. Und Truhe bitte aufmachen. Ein großer blauer Rubin. Oh Gott, wir haben schon wieder viel zu viel Geld. So. Jetzt können wir hier den hier zu uns herziehen. Und ziehen und ziehen und ziehen. Und auf die Seite schieben. Und ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. 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 Komm, Link. Streng dich an. Es ist zu schwer. Noch ein paar letzte. Ja, yeah, geschafft. Und was ist hier drin? Ein großer roter Rubin. Und wir haben wieder 500 Rubine. Ich habe eigentlich gedacht, dass da irgendwas Tolles drin wäre, aber... Großer roter Rubin. Naja. Schöne Scheiße. Was machen wir jetzt damit? Können wir irgendwie Geld bei dir ausgeben? Ja, aber ich glaube, der kostet 600, oder? Ja, kostet 600. Nein, kaufe ich nicht. Ja, es tut mir leid, ich kann mir das leider nicht kaufen. Ich kaufe mir mal lieber Bomben bei dir. Ja, 10 reichen mir ja. So. 10 Bomben, das macht 30 Rubine, ja. Wunderbar. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Einkauf, bla bla bla. Pfeile brauche ich keine. Gut, wo kann ich hier sonst noch was unternehmen? Ich weiß nicht, war ich bei dem hier schon? Ich glaube nämlich nicht. Hallo, willkommen in Shomaru's Laden. Ich leite diese außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Nein, danke, ich weiß es. Wachst du einen Kampf für 10 Rubine? Yo! Gut, du willst also wissen, dann werde ich nun beginnen. Zieh mir die Augen, du bist müde. 1, 2, 3, der Traum wird wahr. Ja, jetzt macht uns schläfrig, wir schlafen ein und können jetzt, müssen jetzt im Kampf, im Traum, hier gegen die ganzen Monster kämpfen. Und wenn wir das schaffen, erhalten wir einen Preis. Was kann dieser Preis nur sein? Das werden wir bald wissen. Das werdet ihr vor allem bald wissen, denn lange werden diese Gegner nicht mehr durchhalten. Und es kommen halt immer wieder welche. Also es... Ja, kommen ein paar. So, wo ist der letzte? Pieks. Und es ist überstanden. Was haben wir hier drinnen? Ein Herzteil! Yeah! Okay, cool. Und jetzt wachten wir auf das Balken und rüttelten ihr Sello wach. Das ist so geil. Das sieht so geil aus. Und hattest du einen schönen Traum, dann wäre ich mich bald wieder. Ja. Ich habe geträumt, dass ich ein Herzteil gefunden habe. Ja, war ganz okay. Will da irgendjemand Fragmente feinen? Nein, 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 nein. So, kann ich denn zu dir schon rein? Ja. Oh, ein Kunde, warum ich Glücksspielsalon habe? Beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann das nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine, willst du es probieren, obwohl du nicht weißt, ob du etwas gewinnst, ist besser, du lässt es, ich probier's. Ein guter Verkäufer ist der nicht gerade. Achso, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich werde mal die nötigen Vorbereitungen treffen, komm durch den hinteren Eingang. Hier kann man wieder ein Herzteil gewinnen. Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl, wenn du gewinnst, hältst du das Doppelte deines Einsatzes. Oh, Pech gehabt, so hast du mit dem Spiel. Lass dich zu lieben dieser reinziehen. Vielleicht nimmst du das zum Anlass, ganz aufzuhören. Diesen hast du leider nichts gewonnen, soll beim nächsten Mal mache ich bestimmt keinen Reibung. Den Menschen sollte vernünftig beim Kommen lieber nicht mehr her. Also der ist echt kein guter Verkäufer oder so. Na ja, bla bla bla. Bla 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 bla. So. Ich werde hier jetzt mit Safe States arbeiten, da das sonst einfach zu lange dauert. Ich glaube, dafür ist das definitiv okay. Würdest du nicht tun, möchtest du den Gewinn nochmal einsetzen, überlegst dir gut, ich mach's. Wenn du bereit bist, öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Dann nehmen wir doch den hier. Ja, bla 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 bla. Ich glaube nämlich, dass es hier am Ende ein Herzteil gab. Und deswegen mache ich das Ganze ja.
Sonst würde ich ja hier nicht mit Selbstsitz arbeiten. Willst du gut, ich mach's. Oh, nun gut, wenn du bereit bist, öffne wieder eine Schatzkiste deiner Wahl. Oh, ich hab's wieder geschafft. Ich würde es nicht tun, aber willst du nochmal einsetzen? Willst du gut, bla bla bla. Gut, wenn du bereit bist, öffne eine Schatztruhe deiner Wahl. War hier nicht irgendwo ein Herzteil? Also irgendwie bezweifle ich es langsam, dass hier ein Herzteil drin war. Ja, ich bezweifle es langsam. So lange, das reicht jetzt, würde ich sagen. Du hast 990 Rubine gewonnen. Du solltest mit dem Spiel aufhören. Herzlichen Glückwunsch zu gewinnen. Aber das ist zu viel. Am liebsten sind nun redlich. Ja, komm, lieber. Okay. Also gibt es hier leider kein Herzteil, wie ich gedacht habe. Tja. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda weiter. Wir warten, bis der Briefträger bei uns drüber springt. Komm, tu es, tu es, tu es. Spring! Yeah! Was? Er ist auf uns gelandet. Spring doch mal! Spring! Los, yeah, Mann. Okay, er ist gesprungen. Das war Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn er nochmal springt, dann mach ich Schluss. Und los! Und tschüss, Mann. Ciao!